dieser wunderschöne Sonnenuntergang. Ein paar Sonnenstrahlen gelangen noch bis zu meinem Körper durch. Sie berühren meine Haut. Sind so schön warm. Könnte dieser Moment doch nur ewig halten. Tja, scheiß drauf. Zurück an die Arbeit. Hey Friends, 3 weitere Monate sind rum seit meinem letzten Dying Light Video, also lasst uns das Spiel doch mal ein bisschen auffrischen, dieses Mal mit Mods. In diesem Video geht es um ein bisschen Spielzeug für zwischendurch. Wenn du das Spiel zu 100% durchgespielt hast, wirst du die meisten Waffen vielleicht wiedererkennen. Einige davon wurden aber so gemoddet, dass sie besser oder stärker sind. Andere Waffen habe ich selbst nicht mal gekannt. Jedenfalls, und das ist ziemlich wichtig, das sage ich direkt mal am Anfang, diese Modifikation zu nutzen kann zu einem Wackmann führen. Im Grunde cheate ich gerade mit Waffen rum, allerdings im Singleplayer. Betrete ich mit diesen Mods einen WAC-gesicherten Server, besteht eine große Chance, dass ich einen WAC-Bann kriege für Dying Light. Wenn du diese Waffen in diesem Umfang also auch nutzen möchtest, dann auf eigene Gefahr. Zum Ende des Videos gehe ich aber nochmal detailliert auf den Mod, also die Modifikation und auch die Nutzung ein. Jetzt erstmal zu den Waffen. Fangen wir mit der Radkappen-Laserknarre an. Der kleine Kumpel schießt, wie es der Name schon sagt, lautlos Radkappen auf die Zombies. Das Coole ist, dass man dabei nicht nachladen muss. Die Munition ist unbegrenzt, allerdings funktioniert die Knarre nicht mehr, wenn man gefühlt 500 Radkappen verschossen hat. Das ist aber kein Problem, da die Herstellung für alle hier gezeigten Waffen umsonst ist. Vielleicht kennst du die Waffe Last Wish, das ist ein Revolver. Der hier im Video ist im Grunde genau der gleiche, nur viel besser. Der sorgt dafür, dass jeder Schuss so richtig reinbumst, also wirklich jeder. Und der große Bruder vom Revolver ist diese zweiläufige Schrotflinte, die insgesamt 14 Mal hintereinander schießen kann. Was aber noch besonderer ist, ist der Wumms, den die Schrotflinte mit sich bringt. Einen direkten Schuss auf den Kopf hält fast kein Zombie stand. Kennen Sie das? Kein kleines Feuerchen parat? Ach scheiße, wieder kein Feuer. Ach Mann, das ist voll doof. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte die Streichhölzer nutzen, die drüben auf dem Tisch liegen, aber da muss ich doch für aufstehen. Kein Problem, kaufen Sie jetzt die Fuzzi-Flamme 2000. Mit der Fuzzi-Flamme 2000 können Sie bequem und problemlos Feuer erzeugen. Und das sogar kinderleicht. Guck mal, Mami, ich hab Feuer gemacht. Die neue Fuzzi-Flamme 2000, jetzt nur 42,99. Und wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie die Donnerknatter 42 gratis mit dazu. Mit ihr können Sie dafür sorgen, dass der Grill auch ohne Steckdose läuft. Sie werden geschockt sein. Achtung, junge Operation würde keine Verantwortung für die falsch nutzende Geräte. Nutzt auf eine Gefahr. Niemals auf die Gesichter anderer Menschen ziehen. Elternhaft für ihre Kinder, deine Eltern sind Geschwister. Die Gitarre erhält man regulär aus einer Kopfgeldmission. Diese modifizierte Gitarre ist allerdings so modifiziert, dass sie die Gegner förmlich wegfliegen lässt. Du willst die Zombies noch mehr in die Lüfte katapultieren? Kein Problem. Dafür gibt es diesen modifizierten Hammer. Durch seine Wucht haut er die Gegner schon etwas mehr weg. Zusätzliche Modifikationen sorgen dafür, dass sie noch weiter fliegen, einen Stromschlag verpasst bekommen und gleichzeitig noch dazu eingefroren werden. Ein weiterer Klassiker ist die Pfanne. Ich habe kein Upgrade draufgepackt, deshalb halten die Zombies einen Schlag mehr aus, aber egal, die Pfanne ist trotzdem tödlich. Und
Und hier geht's beim Markenzeichen. Falls du wissen möchtest, wo man ihn regulär finden kann, schau mal oben rechts, da ist etwas eingeblendet. Oh, Mist. Hab ich sie umgebracht? Nein. Das darf nicht sein. Ich werde niemals die schöne Zeit vergessen, die wir miteinander verbracht haben. So, im Grunde habe ich nur ein paar der insgesamt, ich glaube, 150 Waffen gezeigt. Viele wiederholen sich von der Funktion her, aber sehen sehr unterschiedlich aus. Darum habe ich sie nicht alle aufgenommen. Jetzt stellt sich die Frage, wie du diese Modifikationen nutzen kannst. Wichtig ist, dass die Nutzung von diesen Modifikationen sorgen kann, dass du einen Wackmann kassierst. Er sorgt dafür, dass du an Waffen herankommst, an die du sonst eigentlich gar nicht kommen solltest oder nach denen bestimmte Aufgaben erst erfüllt wurden. Dem vorzugreifen könnte man schon als Cheating eigentlich bezeichnen. Hast du die Modifikation geladen, dann darfst du auf keinem WAC-geschützten Server spielen. Vermeide am besten gänzlich den Multiplayer und spiele nur im Singleplayer. Schalte dabei in den Optionen die WAC-Sicherung aus und geh gänzlich in den Singleplayer. Wenn du mit einem Freund spielen möchtest, braucht dein Kumpel ebenfalls genau die gleichen Mods, die auch du hast. Das einzige, was man machen muss, ist eine einzige Datei im Ordner von Dying Light zu ersetzen. Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Hast du keine Lust mehr auf die Modifikation und willst sie vom PC runterhaben, bietet sich auch dafür eine Lösung an. Die Datei, die du im Dying Light-Ordner veränderst, kopierst du einfach, bevor du irgendwas daran machst, ja, bevor du irgendwie daran rumfummelst. Später, wenn du wieder alles beim Alten haben möchtest, ersetze diese Datei einfach wieder mit der Modifikation. Im Spiel sieht das Ganze mit HUD dann so aus. Du kannst jede Waffe frei herstellen. Auch Munition ist frei herstellbar. Ich habe eine weitere Mod genutzt, deswegen sieht mein Inventar ein bisschen vergrößert aus und ich habe 200 Plätze. Eine Waffe kann man upgraden, wie man lustig ist. Dafür stehen einem 4 Slots zur Verfügung und das ist dann auch schon der ganze Zauber. Ne? Craften, upgraden, nutzen, Zombies töten, Spaß haben und irgendwann Langeweile. Eine kleine Warnung noch, bevor du auf die Idee kommst, das hier zu nutzen. Du greifst erheblich ins Spiel ein und diese Mods können dafür sorgen, dass der Spielspaß schnell flöten geht. Deshalb, neben einem möglichen Wackmann, mit Vorsicht genießen. So, das wär's erstmal von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls noch Fragen sind, schreib's gerne in die Kommentare. Bis dahin auf jeden Fall. Ciao. Kennen Sie das? Kein Eis zu Hause? Oh Scheiße, wieder kein Eis zu Hause. Ach Mann, das ist voll doof. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte in den Supermarkt fahren und Neues kaufen. Aber da muss ich ja aufstehen. Das muss nicht mehr sein. Mit der Eisscheiß 69 von Ungeheuerns können Sie problemlos alles Mögliche vereisen. Einfach auspacken, zielen und fertig. Die neue Eisscheiß 69. Jetzt an Ihrem Kiosk.